Hey, willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal. Ich habe ein paar Anfragen bekommen, die alle irgendwie so ausgeschaut haben. Und ich habe das dann auch in meinem Vlog letztens gesagt, dass ich Fragen brauche und da sind mehr als genug gekommen. Also macht euch gefasst auf ein eventuell etwas längeres Video, aber ich habe versucht, dass ich alle Fragen screenshotte und die eben im Rahmen dieses Videos beantworte. Zuerst einmal, wenn ihr neu hier seid, willkommen. Mein Name ist Mila, ich bin eine Medizinstudentin und ich studiere im dann bald dritten Semester in Graz, beziehungsweise wechsle ich dann im dritten Jahr nach Linz. Wenn es euch nichts ausmacht, dann klickt doch auf diesen Abonnieren-Button unten. Ich versuche nämlich gerade meinen Kanal ein bisschen zu growen. Insofern wäre das irgendwie nice. Dann let's jump in with the questions. Ich fange einfach mal an mit der Lily Dolly, die hat mir auf YouTube eine Frage gestellt und zwar: Ist es wirklich wichtig, im Vorfeld schon in der Schule sehr gute Noten zu haben oder denkst du, würde es auch als normaler Schüler beziehungsweise durchschnittlicher Schüler klappen? Viele meinen ja, es ist sehr wichtig, Einzelschüler zu sein. In Österreich ist es komplett egal, was du in der Schule für Noten gehabt hast. Du musst einfach den Metatier bestehen, dass du im Studium drin bist. Und natürlich hilft es dir, wenn du in der Schule schon ein guter Schüler warst und die Inhalte recht gut verstanden hast. Aber im Grunde, du lernst auch alles im Studium nochmal. Insofern ist es eigentlich egal, was du für Noten in der Schule hattest. Wie sieht es denn mit der Freizeit aus während dem Studium? Ja, also meine Freizeit in den letzten Monaten vom zweiten Semester war irgendwie die Zeit, wo ich von meinem Studentenheim auf die Uni gefahren bin mit dem Rad und dann halt wieder zurück. Das waren meine 15 Minuten Freizeit pro Tag. Also es ist schon echt zeitintensiv. Man verbringt als Medizinstudent einfach so viel Zeit auf der Uni. Es ist echt extrem. Also ich habe es gemerkt bei meinen WG-Kolleginnen. Die sind so einmal am Tag für 1,5 Stunden dort bei einer Vorlesung und dann kommen sie wieder heim und machen dann Sport oder gehen baden oder gehen wandern mit Freunden und ich bin halt schon mal von 8 bis 13 Uhr auf der Uni in Vorlesungen und dann wahrscheinlich noch ein Praktikum am Nachmittag von 2 bis 18 Uhr und dann muss ich aber lernen auch noch. Ja, Freizeit ist etwas stressig, aber angeblich wird es ab dem dritten Jahr besser, weil dann der klinische Abschnitt beginnt. Hast du schon eine Ahnung, welche Richtung dich denn besonders interessieren könnte? Zum Beispiel plastische Chirurgie. Also, Chirurgie würde mich schon interessieren. Also, es ist erstens noch viel zu früh, dass ich mich da auf irgendwas festlege, weil es gibt noch so viele Richtungen, von denen ich noch überhaupt nie was gehört habe. Aber ich habe jetzt beim Sezieren, im Sezierkurs, was ich da gemerkt habe, ist, dass ich mit dem Skalpell eigentlich schon ganz gut umgehen kann und dass mir das vielleicht auch sogar liegen würde, eben als Beruf. Aber keine Ahnung. Also, ich bin in der Vorklinik, das heißt, ich habe einfach alles nur mal ein bisschen, so häppchenweise. Dann in der Klinik werde ich dann schon vielleicht eher eine Richtung finden, die mir besonders gefällt. Was ich mir auch noch echt gut vorstellen könnte, wäre Allgemeinmedizin. Aber keine Ahnung, ist noch lang genug hin und keine Ahnung. David Money fragt: Hey, könntest du beantworten, wie du übers Jahr gelernt hast? Danke. Ich bin ein sehr visueller Lerntyp, das weiß ich seit der Schule. Ich muss mir Sachen rausschreiben und zusammenfassen und immer wieder schreiben und anschauen und Bilder machen, damit ich die Sachen gut verstehe. Das ist wahrscheinlich auch das, warum ich voll gern Anatomie lerne, weil einfach da Bilder da sind, die ich verstehen kann, die ich mir vorstellen kann, die ich dann gut im Gedächtnis behalten kann. Wie habe ich sonst noch gelernt? Ja, zum Beispiel für Formulaturlizenz, da habe ich mir Karteikarten gemacht und die dann halt immer laut vorgesagt, weil das halt auch mündliche Prüfungen sind. Wir haben uns ein paar Mal in der Lerngruppe getroffen, also gemeinsam gelernt, wobei da geht halt eher nicht so viel weiter von neuem Stoff, aber man kann bereits gelernten Stoff sehr gut fixieren. Also das ist bei Lerngruppen zumindest bei mir so der Fall. Ich hoffe, das hat irgendwie deine Frage beantwortet. Wie lange gehen deine Semesterferien? Also genaues Datum wäre cool. Semesterferien, das sind die im Februar. Und die haben angefangen, ich glaube, am 1. Februar. Und die Uni ist dann wieder losgegangen am 27. oder so. Also wir haben 3 Wochen im Februar frei gehabt, wobei in diesen 3 Wochen auch Prüfungstermine angelegt waren. Das heißt, ich würde sagen, 1. Februar bis 26. 27. so rum dieses Jahr. Wie viel Zeit investierst du in dein Studium während der Prüfungsphase und wie viel mitten im Semester? In Medizin in Graz bzw. in Linz haben wir das Modulsystem. Das heißt, wir haben eigentlich nicht wirklich eine spezielle Prüfungsphase, sondern du hast immer ein Modul an Stoff und nach diesem Modul, wenn die Vorlesungen aus sind, gibt es eine große Modulprüfung. Und währenddessen hast du halt ganz viele kleine Praktika, wo auch immer wieder Testate gemacht werden und die Anatomietestate, wo du dann am Präparat stehst und Strukturen gefragt wirst, die du dann nennen musst. Und was haben wir noch gehabt? Ja, eben Formulaturlizenz ist auch noch. Also, wie viel Zeit ich investiere? Die letzte Hälfte vom zweiten Semester eigentlich die ganze Zeit, die ich habe. Also, da habe ich auch wirklich wenig geschlafen und dann dementsprechend lang immer gelernt und bei den Freizeitaktivitäten etwas zurückschrauben müssen, also etwas eigentlich ganz zurückschrauben müssen. Aber zum Beispiel zwischen den Semesterferien und Osterferien war es bei mir nicht so extrem, da habe ich doch noch zumindest am Wochenende ein paar Stunden Freizeit gehabt. Hast du dir schon, auch wenn es nur für einen kleinen Moment war, gedacht, du schaffst das Studium nicht?
Nein, eigentlich nicht. Aber das hängt damit zusammen, dass ich extrem ehrgeizig bin. Darum habe ich da eigentlich gar nicht drüber nachgedacht. Man hat auch nicht wirklich Zeit, darüber nachzudenken, finde ich. Weil ich habe mir dann immer gedacht, naja, du hast ja schon so viel geschafft. Also wenn du das jetzt nicht schaffst, fällt dir kein Zacken aus der Krone. Ich habe mir dann auch gedacht, naja, es haben schon so viele Leute vor dir geschafft. Das wird schon irgendwie passen und... Ja, This is a New World fragt, wie gefällt es dir in Graz generell? Also wie gefällt dir die Uni? Fühlst du dich wohl in Graz? Und haben sich deine Erwartungen ans Studium bestätigt? Wie findest du das Modulsystem? Okay, also Graz gefällt mir sehr gut. Ist eine coole Stadt, ist eine Studentenstadt mit vielen jungen Leuten. Ja, ist cool. Aber ich freue mich auch dann, wenn ich im dritten Jahr in Linz bin. Da freue ich mich eigentlich noch mehr als darüber, dass ich jetzt in Graz bin. Haben sich deine Erwartungen ans Studium bestätigt? Ja, schon eigentlich. Also ich finde es cooler, als ich es erwartet habe. Insofern, ja, haben sich schon bestätigt. Und wie findest du das Modulsystem in Graz? Ziemlich gut, weil ich kriege es ein bisschen mit von Kollegen, die ich kenne, die in Wien zum Beispiel studieren, wo sie dann immer Ende des Semesters eine mega große Prüfung haben, diese SIP-Prüfungen. Und die haben halt dann Vollstress und machen halt das ganze Jahr über weniger viel Prüfungen, keine Ahnung. Wogegen wir halt weniger Stress haben und halt die ganze Zeit lernen müssen. Aber das ist mir echt lieber als jetzt irgendwie was anderes. Also das Modulsystem ist ganz cool. Hast du vielleicht schon einen Plan, in welche medizinische Richtung du später gehen willst? Habe ich vorher schon mal beantwortet. Und wenn ja, hat sich das durch Studium verändert oder verstärkt? Also ich habe zum Beispiel noch nie drüber nachgedacht vor dem Studium, dass ich in die Chirurgie gehen könnte. Und ich denke drüber nach, aber gleichzeitig weiß ich es halt einfach noch nicht. Hast du schon ein paar praktische Erfahrungen gesammelt? Wenn ja, welche und wie war's? Noch nicht, aber wir haben am Anfang des Semesters ein sogenanntes Stationspraktikum gehabt, wo wir 5 Tage auf einer Station waren und dort geholfen haben. Wir haben halt noch nicht so viel tun dürfen. Wir haben da auch noch nichts gekonnt. Das war direkt im Oktober und das war eigentlich schon ganz cool, einfach mal reinzuschnuppern, wie eigentlich der Alltag im Krankenhaus so abläuft. Und ich habe mir zum Beispiel vorher noch nie was unter einer Visite vorstellen können. Und jetzt weiß ich das halt und ich bin auch drauf gekommen, oder beziehungsweise ich habe auch gesehen, dass das Pflegeteam einfach essentiell ist. Die machen alles im Krankenhaus und ohne die wird nichts laufen und das ist, die haben echt meine größte Hochachtung und das habe ich halt auch zum Beispiel speziell im Stationspraktikum gelernt. Wie fühlt es sich an, Medizinstudent zu sein und zu guter Letzt, was wären deine Tipps für hoffentlich endlich bald angehende Medis? Medizinstudent zu sein ist super mega cool, weil ich fühle mich wahnsinnig geehrt, dass ich über den menschlichen Körper so viel lernen darf und auf einen Beruf zugehe, wo ich später auch wirklich Leuten das Leben leichter machen kann. Und gleichzeitig bin ich wahnsinnig dankbar dafür, dass ich für diese Ausbildung nichts zahlen muss. Jetzt im Sinne von, ich habe keine mega großen Studiengebühren, wie zum Beispiel in anderen Ländern Europas. Generell, was beim Studium halt richtig cool ist im Vergleich zur Schule, ist, dass du wirklich merkst, wie viel eigentlich weitergeht. Also ich habe immer das Gefühl gehabt in der Schule, ich sitze das ganze Jahr herum und bin am Schluss nicht wirklich gescheiter, als ich am Anfang war. Und das ist im Studium halt genau anders. Du merkst richtig, wie viel du jetzt weißt und wie viel mehr du schon kannst. Und das ist, ja, Medizinstudieren ist super, super geil. Also ich drücke dir die Daumen, dass du auch bald Medi sein wirst. Eine Frage hätte ich noch. Könntest du dir vielleicht mal vorstellen, ein paar Videos über medizinische Sachen zu machen? Denkst du an Tipps für die Vorlesungen oder Bücher, die dir besonders gefallen? Oder vielleicht auch mal so eine kleine Miniserie über irgendwelche Praktika in der Zukunft? Ich kann gerne über Bücher reden. Ich habe verdammt viele Bücher, die mir alle gut gefallen. Und mache ich natürlich voll gern. Und über Praktika muss ich schauen. Natürlich darf ich auf der Uni nicht filmen, weil halt die Sachen einfach urheberrechtlich geschützt sind und weil ich auch nicht, also auf der Uni bin ich halt eher darauf fokussiert, dass ich was lerne und da kann ich dann nicht die ganze Zeit mit der Kamera irgendwie herumtun. Das geht nicht und das darf man auch nicht. Aber grundsätzlich ja, gerne. Ich rede gerne über Bücher. Über meine Medizinbücher. Lisa Müller fragt, warst du in der Schule der klassische Streber und bist deshalb bei MedAT Erste geworden oder bist du einfach sehr naturwissenschaftlich interessiert? Sorry für die dumme Frage. Also die Frage ist wirklich lustig. Ich war jetzt, glaube ich, nicht, ich weiß nicht, was ein klassischer Streber ist, aber wie gesagt, ich bin verdammt ehrgeizig und ich war in der Schule eigentlich auch ganz gut und die Sachen, die mich interessiert haben, habe ich halt sehr schnell verstanden. Also gerade so Biologie habe ich sehr gern gelernt. Also ich bin immer gerne in die Schule gegangen. Insofern habe ich mich, glaube ich, da auch ein bisschen mehr reingehängt, als man vielleicht hätte müssen. Und das ist halt auch in Form von guter Noten zurückgekommen, was halt irgendwie fair war. Aber ich glaube, bei MedAT Erste geworden bin ich einfach nur durch Glück. Keine Ahnung. Es sagt auch nichts aus. Also diese ganze Reihe, das ist so klein von den Prozentzahlen her. Insofern glaube ich, die quasi hinter mir gekommen sind, haben vielleicht 0,2% Unterschied gehabt. Also es hätte irgendwie jeder werden können. Keine Ahnung. Also, ja.
wofür brauchst du den Taschenrechner, Physikklausuren, was für Themen bearbeitet ihr da? Genau, also den Taschenrechner brauchen wir unter anderem für Physiksachen oder auch für Formeln, die wir in Physiologie lernen, wo wir dann so Sachen berechnen müssen, wie zum Beispiel die Nervenleitgeschwindigkeit oder die Akkommodationsbreite. Ich meine, da braucht man jetzt nicht zwingend einen Taschenrechner, aber es geht halt schneller. Diese ganzen physikalischen Vorgänge, die im Körper stattfinden. Die Flora. Erstmal Shoutout für die Flora, weil das ist eine der liebsten Menschen, die ich bis jetzt übers Internet kennenlernen durfte. Hey Mila, hab gerade zufällig deinen Kommentar gelesen, also ich bin sehr neugierig und hätte einige Fragen. Was sind so die drei wichtigsten Eigenschaften, die man haben sollte, um das Medizinstudium zu bewältigen? Organisiert sein, wissbegierig sein und eine harte Haut haben gegen potenzielle Misserfolge, die passieren und die normal sind und die sogar passieren müssen, um besser zu werden. Eine persönliche Frage, warum ist es für dich Medizin geworden? Oh, immer diese Frage, warum Medizin? Medizin ist es für mich geworden, weil ich die Med-AT geschafft habe. Nein, Spaß. Medizin ist es für mich geworden, weil der Beruf der Ärztin jener Beruf ist, wo ich meine Fähigkeiten am besten ausnutzen kann. Das heißt, das, was ich kann oder so wie ich bin, passt am besten für den Beruf Arzt und deswegen werde ich auch in diesem Beruf am meisten, wie soll ich sagen, für andere Leute machen können. Expectations versus Reality. Was ist dazu deine Erfahrung in Bezug aufs Medstudium? Also ich habe geglaubt, wir lernen viel mehr Theorie. Verstehe mich nicht falsch, wir haben unglaublich viel Theorie, aber in Graz ist einfach der Stundenplan so, dass du so viel Praxis hast und in Linz dann später auch und das ist einfach richtig cool. Also ich habe mir nicht vorgestellt, dass ich so viel zum Beispiel im Seziersaal stehen würde und dann irgendeinem Fuß von irgendeinem Menschen herumschneiden würde. Das war wirklich so, wie wir Sezieren begonnen haben, bin ich jeden Tag drin gestanden und habe da was gemacht und das war aber auch richtig cool, weil man sich einfach so mit der Materie beschäftigt und du spürst so richtig, dass du Medizin studierst und das habe ich fast ein bisschen unterschätzt, aber das ist positiv, dass es jetzt anders ist. Ich kann nur sagen, es ist cooler, als ich mir es vorgestellt habe. Wie viel Freizeit hat man im Verhältnis zur Arbeit-Lernzeit, wenn man Medizin studiert? Die Frage ist vielleicht ein bisschen komisch, aber vielleicht nur so grob dein Eindruck. Ich glaube, das habe ich zuerst schon beantwortet. Wie wichtig ist Physik und Mathe im Medizinstudium? Also Mathe, ja, es ist wichtig für das Grundverstehen. Du behandelst dann einfach Themen, wo davon ausgegangen wird, dass du zum Beispiel Graphen lesen kannst. Und das musst du halt im Rahmen der Funktionen in Mathematik in der Schule lernen und können oder generell auch Formeln anwenden oder auch bei Physik, es braucht einfach ein gewisses Grundverständnis und das ist irgendwie das, woran ich jetzt da grob denke. Genau. Also es ist eine Basis. Du hast schon Physikvorlesungen, aber die sind meistens auf oder immer auf den Körper bezogen, auf Medizin bezogen und es wird dann auch immer der Zusammenhang und die Relevanz dargestellt. Last but not least, was machst du für den Stressausgleich? YouTube-Videos. Ja, also einerseits YouTube-Videos. Ich mache gern Sport, also ich gehe laufen. Was mache ich noch gern? Singen. Musik. Oh mein Gott, dass ich das jetzt fast vergessen habe. Ja, ich singe jeden Tag. Also das ist echt mein Ausgleich. Das brauche ich komplett. Da kann ich endlich mal irgendwie, ich will nicht sagen abschalten, aber mein Gehirn anderswertig beschäftigen. Und ich merke auch, wenn ich genug Ausgleich habe, dann kann ich auch Lernstoff besser aufnehmen. Mr. Freeze HL fragt, wie würdest du den Lerner von auf dem Med-AT mit dem Lerner von dem Studium vergleichen? Das Studium ist schon noch um einiges heftiger, also. Der Med-AT, das ist einfach nicht so viel auf einmal und im Medizinstudium hast du aber das und das und das und das, das du lernen musst und dann noch das Praktikum und dann noch das Testat und das kommt alles zusammen und das ist einfach zeitlich viel stressiger. Was aber beim Med-AT vor allem meiner Meinung nach das Schwierige ist, ist, dass du gegeneinander antrittst. Das heißt, du gehst dorthin zu der Prüfung und weißt, eigentlich sind alles deine Konkurrenten hier. Und im Medizinstudium ist es aber so, dass halt jeder zur Prüfung geht und einfach für sich das möglichst gute Ergebnis erreichen will oder halt durchkommen will durch die Prüfung. Das ist einfach das, was den Med-AT so schwierig macht, auch vom Kopf her, also von der mentalen Seite her. Das, was beim Studium selbst auch ein bisschen einfacher ist, ist, dass du Prüfungen wiederholen kannst, wenn du sie nicht schaffst. Nicht erst in einem Jahr, sondern im Sommertermin oder sowas. Also, ja, genau. VN fragt, was ist der Unterschied zwischen dem Studium in Wien und Linz-Graz? Ich weiß nur, dass es in Linz-Graz keine SIP gibt. Genau, das ist ein großer Unterschied und sonst auch noch, was mir jetzt spontan einfällt. Ich weiß nicht genau, wie es in Wien ist, aber ich glaube, wir haben in Graz und in Linz dann ein bisschen mehr Praxis. Und außerdem, was wirklich ein großer Unterschied ist und was ich auch an Graz sehr, sehr schätze, ist, dass die Anatomie dort richtig gut ist und dass wir beim Sezieren Leichen haben, die nicht nur in Formalin eingelegt sind, sondern in der Thielschen Lösung, wo der Formalingehalt viel geringer ist, sprich es ist viel weniger giftig. Und was extrem cool ist, ist, dass die ganzen Gelenke und so, das ist alles noch beweglich und weich und schaut genauso aus, wie wenn ich jetzt da meine Hand irgendwie habe. Wogegen in Wien haben sie halt die Formalinleichen, die nicht so gut zum Sezieren sind und vom Geruch her extrem unangenehm ist und auch von der Toxizität ein bisschen bedenklicher. Und sie sind hart.
Brett hart. Aber Wien ist sicher auch voll cool zum Studieren, also keine Ahnung, ich kenne mich halt nicht so aus. Ich kann es nur von Graz und Linz sagen. Mary Wilfinger fragt: Hi, findest du, der MedaT-Test ist wirklich die Eignung fürs Medizinstudium? Jein. Also ich glaube, der MedaT zeigt vor allem, wie sehr du bereit bist, richtig viel Zeit in etwas zu investieren, weil das ist, was du beim Medizinstudium auch machen musst. Du musst einfach verdammt viel Zeit in dieses Studium investieren und er zwingt dich quasi dann, wenn du reinkommst ins Studium, schon eine gewisse Basis an Wissen zu haben. Und was vor allem, glaube ich, beim MedaT getestet wird, ist, wie du mit Zeitdruck und Stress Leistung erbringen kannst. Also das ist halt auch das, was später dann im Arztberuf echt notwendig ist, dass du unter Zeitdruck und Stress und eventuell auch emotionaler Anstrengung trotzdem richtig handeln musst. Und das ist halt das, was bei MedaT richtig heraussticht, finde ich, dieser Zeitdruck, den du hast. Sophia W. fragt: Mich würde interessieren, wie viel Zeit man auf der Uni verbringen muss, also zum Beispiel wie eine Woche aussieht, wann das beginnt, wie lange jeder Kurs oder wie man es nennt dauert, also sozusagen wie der Stundenplan aussieht. Kann ich meinen Stundenplan gern zeigen? Also wir haben eine App am Handy, die heißt Studo, und da kriegen wir unseren Stundenplan hinauf projiziert. Und ja, ich zeige euch das jetzt einfach. Im ersten Semester war es noch nicht so arg, aber im zweiten Semester war es dann teilweise schon richtig anstrengend. Also, das schaut so aus. Das ist jetzt Ferien. Aber die ganzen bunten Sachen sind Uni. Also da haben wir zum Beispiel, ich weiß nicht, sieht man das irgendwie? Wir haben da einfach jeden Tag halt Praktika. Zum Beispiel da am 16. Mai habe ich von 8 bis 12 eine Biochemie-Übung gehabt und dann am Nachmittag noch Sezierübungen Muskeln. Wobei natürlich diese Sezierübungen immer nur quasi ein Vorschlag an Zeit sind und du kannst halt in den Seziersaal reingehen, wann du willst, und es ist umso besser, je mehr du dich mit den Präparaten beschäftigst. Also wie ich zuerst schon gesagt habe, ich habe Fuß seziert für die Gelenke damals noch, und da wäre eigentlich eingetragen gewesen, glaube ich, dreimal in der Woche für jeweils 3 Stunden reingehen, und ich war einfach, glaube ich, jeden Tag 6 Stunden drin. Erstens, weil es mir so gefallen hat, und zweitens, weil es halt auch notwendig war, weil die Präparate teilweise mehr Sektion brauchen als andere Präparate, und genau, und also das Gelbe waren dann immer Vorlesungen, das war wieder Feiertag, aber dann Vorlesungen eben wie in der Schule, jeden Tag und am Nachmittag nur noch Praktika, und das halt so durchgehend. Da haben wir dann nur mehr Praktika gehabt, und die schwarzen Teile sind dann immer die Prüfungen. Schaut jetzt vielleicht nicht so viel aus, aber das ist halt reine Input-Zeit, die wir da haben. Und ich muss halt rundherum noch was lernen und was vorbereiten, etc. etc. Jessica K. fragt: Hoffe, die Prüfung ist gut gelaufen. Ja, ich warte noch auf Ergebnisse, aber fingers crossed. Frage: Wie viel Zeit sollte man mindestens investieren und einplanen, damit man optimal vorbereitet ist? Wie lange hast du Kognitiv und BMS damals gelernt? Jessica, dafür schaust du am besten mein MedaT-Video. Das kann ich gern in die Description unten verlinken. Da rede ich über genau solche Sachen. Das sollte dann alle deine Fragen möglichst gut beantworten. Hey, kannst du einmal ein Video machen, wo du nur im Dialekt sprichst? Ja, gern. Das wird lustig. Meine Fragen wären: Sind die Prüfungen rein schriftlich oder zum Teil auch mündlich? Modulprüfungen sind grundsätzlich schriftlich. Man kann sie auch mündlich machen bei manchen Prüfungen. Anatomietestate zum Beispiel sind eigentlich immer mündlich, und Praktika-Testate sind auch meistens schriftlich. Es kommt auf den Professor drauf an. Was lernt man so grob im ersten Semester? Im ersten Semester wird vor allem der Stoff vom MedaT nochmal genauer wiederholt. Du lernst vor allem die ganzen Knochen im Rahmen des Knochenkolloquiums, und Humangenetik kommt, also grundsätzlich Histologie, Physiologie ein bisschen, so Blut und solche Sachen, Humangenetik, Knochen, Anatomie und Physik sehr viel. Physik, physiologische Chemie und Mikroskopieren tut man. Was tut man noch im ersten Semester? Eventuell Formulaturlizenz, es kommt darauf an. Kommst du schon mit Patienten in Kontakt? Nein, außer im Stationspraktikum, das man ganz zu Beginn vom Studium eben hat, 5 Tage lang. Da hat man wirklich die Aufgabe, dass man mit Patientinnen und Patienten redet, aber sonst noch nicht, nein. Wie schwer schätzt du das Medizinstudium im Vergleich zu anderen Studien ein? Kommt darauf an, wie sehr dir das Lernen liegt, beziehungsweise wie sehr du organisiert bist. Und ich glaube, wenn man sehr organisiert ist, dann ist es schon schwierig, aber jetzt nicht so. Für mich zum Beispiel persönlich wäre ein technisches Studium um einiges schwieriger als das Medizinstudium, einfach weil mir die Inhalte bei einem technischen Studium viel weniger liegen als es in der Naturwissenschaft. Wenn man früh genug zu lernen beginnt, immer und gut organisiert ist, ist alles schaffbar. Sagt sie jetzt noch. Frankie700 fragt: Wie erging es dir nun nach einem Jahr Medizinstudium? Was hat dir bisher am meisten gefallen? Am meisten gefallen hat mir eigentlich neben dem ganzen Sezieren und Anatomie lernen, dass du langsam verstehst, was manche Krankheiten bedeuten, was manche Medikamente machen. Das ist halt richtig cool, wenn du es dann irgendwie verstehst und checkst, was da dahinter ist. Das ist eigentlich das, was mir am besten gefallen hat und immer noch gefällt. Was wünschtest du dir, hättest du gerne eher gewusst? Wenn der Professor sagt, es soll 3 Wochen vor dem ersten Muskeltestat mit dem Muskellernen beginnen, dann macht es. Ignoriert es nicht, macht es einfach. Das hätte ich gern
vorher verstanden. Worst and best thing about Uni Linz Graz. Schlecht, also worst kann ich gar nicht sagen. Gibt irgendwie kein worst thing. Best thing ist einfach die viele Praxis, die man hat. Aufbau des ersten Semesters und diesbezüglich ist Management aus Klausuren angelegt. Also, Die Klausurreihenfolgen sind einfach so Vorlesungen, Vorlesungen aus, Modulprüfung. Nächstes Modul, Vorlesungen, Vorlesungen aus, Prüfung. Du bist grundsätzlich auch zu allen Kursen, die du hast, angemeldet. Also du hast überall fix einen Platz. Nur für die Prüfungen musst du dich halt selber anmelden, weil sie ja nicht wissen, ob du gleich unter dem Semester die Prüfung machen willst oder nicht erst in den Ferien oder so. Eben Modul. Das geht einfach die ganze Vorklinik so dahin. Genau, sorry. Deine Empfehlung für Neuzugänge, was man unbedingt nachgehen sollte, ehe man in Graz, Linz anfängt, Medizin zu studieren, beziehungsweise was man tun, nicht tun sollte. Voll wichtig ist, dass ihr nicht vergesst, dass ihr irgendwie lebt auch noch. Das heißt, das Studium ist zwar ein großer Teil von eurem Leben, aber nicht das ganze Leben. Das ist voll wichtig, dass man sich auch gelegentlich einfach einen Abend Zeit nimmt, um mit Freunden zusammenzusitzen. Zum Beispiel in meinem Freundeskreis, wir haben uns jetzt letztens ein paar Mal getroffen zum gemeinsam musizieren und singen und so. Das braucht man für den Kopf, damit man mit dem ganzen Stress, den man sonst ausgesetzt ist, zusammenkommt. Und was ich auch noch echt empfehlen würde, ist einfach, auch wenn es manchmal richtig fad ist und wenn es manchmal echt anstrengend ist, geht's in die Vorlesungen, weil es bringt wirklich was und du kriegst schon viel mehr mit vom Stoff, der gefragt wird. Und außerdem, bitte lernt nicht nur Altfragen, weil überlegt euch mal, stellt euch vor, ihr geht später mal zu einem Arzt und der hat nur Altfragen gelernt im Studium und du willst aber, dass er dich persönlich gut behandelt und er kann halt dann den Stoff nicht wirklich, also er versteht den Körper nicht, sondern kann halt nur die Altfragen. Klar lernt man über die Altfragen auch was, aber ich finde es einfach... Ich meine, ich schaue es mir auch an, aber ich lerne den Stoff vorher eigentlich immer selber auch, also... Das wäre so mein Tipp. Wie du dich für Prüfungen vorbereitest und wie lange man sich vorbereiten muss, gehst du in alle Vorlesungen, was hat dir am meisten Spaß gemacht? Prüfungen vorbereiten, das habe ich ganz zu Beginn beantwortet, wie ich lerne und wie lange. Naja, also ich habe es schon so gemacht, dass ich immer ein Modul ist Ausprüfung und dann habe ich mir vielleicht einen Tag oder zwei Tage Pause gegönnt und dann habe ich wieder angefangen zu lernen, weil ich einfach nicht in den Zeitstress kommen will. Ich gehe in alle Vorlesungen, also ich war bis auf einmal, wo ich meine Prüfung für Pflichtmodul 4 gehabt habe, da habe ich einfach den Termin genau in die Vorlesungen reingelegt gekriegt, aber sonst war ich eigentlich immer in allen Vorlesungen. Was hat dir am meisten Spaß gemacht? Ja, vorher schon beantwortet. Wie ist das Medstudium in Österreich aufgebaut? Ich komme nämlich aus Deutschland. Das Medizinstudium in Österreich dauert 6 Jahre. Und zwar, du hast 2 Jahre lang die Vorklinik, oder Vorklinik und Zwischenklinik, 3 Jahre lang Klinik und dann 1 Jahr das sogenannte klinisch-praktische Jahr. Ich bin jetzt genau mit der Hälfte von Vorklinik fertig. Das heißt, ich steige jetzt dann ins 3. Semester ein, habe dann noch 4. Semester und dann komme ich in den klinischen Bereich. Die Vorklinik ist quasi sowas, wo du lernst, wie der Körper ideal funktioniert und was die ganze Anatomie anbelangt etc., was ist, wie diese ganzen Prozesse gehen. Und im 4. Semester, das ist eigentlich die Zwischenklinik, hast du dann die ganzen Pathologien, das heißt die ganzen Krankheiten und alle Medikamente lernt man und diese ganzen Sachen. Und in der Klinik hast du dann eigentlich alles nochmal, aber halt viel genauer und mit weniger Zeitdruck. Und im 6. Jahr, das klinisch-praktische Jahr ist das, arbeitet man schon, glaube ich, eigentlich Vollzeit, mehr oder weniger. Und kriegt auch schon ein bisschen was gezahlt. Ja, also da bist du einfach schon im Krankenhaus und arbeitest quasi als... Es ist so ein bisschen wie Turnus, aber halt Turnus gibt es nicht mehr. Insofern, ja, keine Ahnung, klinisch-praktisches Jahr. Also zu meiner Frage, wie ist das erste Jahr so? Das erste Jahr war cool, anstrengend, aber cool. Die Prüfungen, Professoren, das Studium allgemein wäre urlieb. Die Prüfungen sind, also ich habe jetzt alle Prüfungen abgeschlossen, bis auf eine, wo ich immer noch auf die Ergebnisse warte. Die Prüfungen waren okay. Also wenn man genug Zeit und Herzblut investiert, dann geht's schon. Also es ist schon extrem anstrengend und voll anspruchsvoll, aber wenn dich das interessiert und wenn du wirklich was machen willst dann später mit dem Stoff und den verstehen willst, also mit meinem Wissen, das ich in der Vorklinik angeeignet habe, möchte ich mir eine gute Basis legen für den klinischen Abschnitt, wo ich dann alles nochmal irgendwie gut verinnerlichen kann, dass ich dann im KPJ gut arbeiten kann und später dann als Ärztin erfolgreich bin. Professoren gibt solche und solche. Die meisten sind wirklich nett. Studium allgemein, Studium ist voll cool. Ich glaube, das war's generell. Also vielen Dank, dass ihr so lange jetzt da ausgehalten habt. Es hat ewig lang gedauert. Sorry for that, aber ich wollte einfach alle Fragen beantworten. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann klickt auf Abonnieren unten und zeigt irgendwie das Video herum. Ich möchte meinen Channel ein bisschen growen. I want to grow my channel. Gebt diesem Video doch ein Like, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns bald.